Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge aus dem Monat Februar sprechen. Diesen Monat durften wieder so einige Bücher hier einziehen und tatsächlich habe ich dieses Mal gar nicht so viele davon gelesen. Ich habe nämlich Anfang des Monats eigentlich gesagt, ich kaufe nicht mehr so viel, weil ich meinen Sub abbauen möchte. Aber hatte vergessen, dass ich diverse Bücher angefragt hatte und ich habe tatsächlich 4 Bücher gewonnen. Das hat natürlich meinen Sub auch nochmal in die Höhe geschossen. Und ja, selbst gekauft habe ich mir tatsächlich gar nicht so viele, beziehungsweise ja, das meiste davon war von einer großen Rebuy-Bestellung und das war dann auch okay. Es gab nämlich 10% auf alle Medien und kostenlosen Versand und ich habe an den Büchern noch mal ein bisschen was gespart. Von daher, man kann sich alles schön reden. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Buch. Ich fasse einfach hier auf meinen Stapel und ziehe eins nach dem anderen runter. Also das ist jetzt nicht chronologisch sortiert nach Einzug oder so. Ihr wisst ja, dass ich hier immer neben mir auf dem Tisch meinen Stapel habe und wir starten jetzt auch mit dem ersten Buch. Das da wäre The Moment I Lost You. Ich sehe gerade, da ist auch noch eine Karte drin. Die habe ich beim Lesen irgendwie gar nicht so bemerkt. Das sind die Protagonisten aus The Moment I Lost You. Ah, ich habe die nicht bemerkt, weil die vorne in diesem Paperback drin gesteckt hat. Ah, das macht natürlich Sinn. Ja, das Buch habe ich tatsächlich gewonnen. Das ist eins der 4. Ich habe es bei der lieben Anna gewonnen und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich ein paar Tage vorher mit den Buchmädels in Saarbrücken essen war. Natürlich waren wir dann bei Thalia und ich hatte dieses Buch in der Hand, hatte nur keine Lust, es ja, durch die Stadt zu schleppen und deshalb durfte es jetzt an diesem Tag nicht einziehen, aber im Nachgang habe ich es eben gewonnen. 4 Jahre. So lange ist es her, dass Mias bester Freund auf einer Party in ihren Armen gestorben ist und sie sich mühevoll wieder aufgerappelt hat. Aber 4 Jahre reichen niemals aus, um für diesen einen Moment gewappnet zu sein. Plötzlich steht Nathan Dawson vor ihr, der Mensch, der ihren besten Freund auf dem Gewissen hat und dem Mia nie wieder begegnen wollte. Dennoch kreuzen sich ihre Wege immer häufiger und allmählich entwickeln sich zaghafte Gefühle, doch egal wie sehr Mia und Nathan sich dagegen zu wehren versuchen, zwischen ihnen entsteht etwas, das alte Wunden heilen könnte oder neue verursacht. Dann durfte ein Buch hier einziehen, das jetzt zeitnah verfilmt wird. Also es wurde in den letzten Wochen bekannt gegeben, wer die Schauspieler sind, die die Rollen übernehmen würden. Und da ich das Buch noch nicht gelesen habe, habe ich es mir gekauft. Colleen Hoover nur noch ein einziges Mal. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin ja ein großer Colleen Hoover-Fan, habe aber tatsächlich noch gar nicht alle ihre Bücher gelesen. Und trotzdem kann man Fan sein. Ja, das funktioniert. Ja, sie schreibt halt sehr emotional und sehr ergreifend. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte von Lily und, wie heißt er noch, Ryle. Vor allem, weil Ryle einfach von einem Schauspieler übernommen wird, den ich total toll finde. Okay, sie finde ich auch total toll. Also es sind 2 Darsteller ausgewählt worden, auf die ich mich sehr freue. Und ihr kennt mich, ich muss vorher immer das Buch lesen, bevor ich einen Film oder eine Serie dazu schaue. Deshalb habe ich auch immer noch nicht Shadow and Bone gesehen, weil ich die Krähen noch nicht gelesen habe. Aber es ist in Arbeit. Als Lily nach Boston zieht, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der Start ins Berufsleben und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist ihre schwierige Kindheit, vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Ryle sich von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. Dann durfte im Februar auch Storchenherzen von Fritzi Teichert bei mir einziehen. Dazu gab es auch eine wundervolle Bloggerbox, die ich euch die Tage auch noch in einem Reel vorstellen bzw. ein Unboxing vorstellen möchte. Ich hatte leider vorher noch keine Zeit, es abzudrehen, aber ich habe jetzt schnell das Buch aus der Verpackung genommen, um es euch wenigstens in die Kamera halten zu können.
Ich freue mich tatsächlich auch schon arg auf das Buch. Das sage ich wahrscheinlich jetzt bei jedem Buch, das ich euch in die Kamera halte. Sonst hätte ich es ja nicht angefragt oder bestellt. Aber da freue ich mich wirklich sehr, weil es verspricht, ein sehr humorvolles Buch zu werden oder zu sein. Helga betreibt zusammen mit Kollegin Monika eine kleine Hebammenpraxis. Zwar liebt Helga ihren Job, aber nicht alle werdenden Eltern können mit ihrer ruppigen Art etwas anfangen. Zum Glück taucht die quirlige Madita auf. Seit kurzem ausgebildete Hebamme und voller Tatendrang. Helga ist entsetzt. Madita redet ohne Punkt und Komma, ist ekelhaft fröhlich und macht laufend esoterische Verbesserungsvorschläge. Auch für Madita gestaltet sich der Start mehr als ruckelig. Gleich an ihrem ersten Tag verursacht sie beinahe einen Unfall und zieht in eine Grusel-WG ein. Doch die beiden Frauen haben mehr gemeinsam als gedacht und ahnen nicht, dass sie nur einen Herzschlag vom Glück entfernt sind. Das nächste Buch fällt eigentlich so komplett aus meinem Raster, komplett aus meinem Beuteschema, aber ich möchte es trotzdem lesen, weil mich die ganze Thematik sehr, sehr interessiert. Und zwar ist das das Buch von unserem lieben Prinz Harry. Ja. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich das Königshaus ultra faszinierend finde. Natürlich sind viele Sachen total verstaubt und antiquiert, aber Meghan und Harry sind da ja irgendwie so ein bisschen ausgebrochen und die Hintergründe dessen würden mich halt schon lesetechnisch sehr interessieren. Und ja, allgemein soll das Buch sehr, sehr unterhaltsam sein und sehr viele Fakten beinhalten, die so gar niemand weiß. Und ja, das befriedigt einfach meinen inneren Promi-Flash-Leser. Ich bin leider, was Trash und Co. angeht und Promi-Klatsch, ein totales Opfer. Und ja, deshalb durfte das Buch hier einziehen. Das werde ich auch zusammen mit der lieben Nicole lesen. Ich muss ihr mal schreiben, wann wir das denn tun wollen. Ich denke, sonst muss ich jetzt nicht dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob das Buch überhaupt einen Klappentext hat. Ja, gibt es zwar, aber ich denke, zu einer Biografie muss ich jetzt keinen Klappentext vorlesen. Kommen wir zu meinem aktuellen Currently Reading, beziehungsweise einem davon, und das wäre Westwell Hot and Cold. Ich lese das zusammen mit der lieben Tatjana gerade und ich muss sagen, wenn es nach mir ginge, würden wir das jetzt einfach lesen, 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 bis es zu Ende ist, weil es einfach so schön ist, aber auf der anderen Seite will ich irgendwie gar nicht weiterlesen, weil ich dann weiß, dass es irgendwie vorbei ist. Wobei es noch gar nicht so ganz vorbei ist, weil Lena diese Woche gerade die News rausgehauen hat, dass es zu Josiahs kleinem Bruder Eli eine eigene Reihe geben wird. Das heißt, wir verabschieden uns gar nicht von dem Westworld-Universum aus New York, sondern es geht mit Cold Heart weiter und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob da schon Daten zu Releases ausgegeben wurden, angegeben wurden. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um Westwell. Ich denke, ich müsste euch gar nicht erst den Klappentext vorlesen, weil ich das schon ungefähr 580.000 Mal getan habe. Deshalb sage ich einfach nur so viel. Es geht um eine Romeo meets Julia Geschichte, also zwei verfeindete Familien, die sich absolut nicht grün sind. Zwei Kinder, die sich verlieben, jeweils aus einer der Familie. Es geht um New York, es geht um Geheimnisse. Es ist einfach toll. Lest dieses Buch. Machen wir einfach mit meinem zweiten Currently Reading weiter, The Way We Melt von Nena Tramontani. Das bin ich aktuell auch gerade am Lesen. Das tatsächlich allein und nur für mich. Und das ist ja auch der dritte Band einer Reihe, genau wie Westworld Hot and Cold ist auch der finale dritte Band der Reihe. Hier werden meiner Meinung nach aber die schweren Themen ausgepackt. Natürlich ist verfeindete Familie und da ist was im Busch auch wichtig und schwer, aber hier geht es wirklich um Dinge wie psychische Erkrankungen, toxische Beziehungen und so weiter und so weiter. Und hier geht es nämlich um zwei Protagonisten, die wir eigentlich auch schon kennen. Und da freue ich mich sehr drauf zu erfahren, was ja dahinter steckt, würde ich so sagen, ohne zu viel verraten zu müssen. Der männliche Protagonist ist nämlich back in town und ja, hat seine Päckchen nicht alle ja, dort gelassen, wo er war. Sagen wir es einfach so. Aber mehr dazu werde ich euch natürlich im Lesemonat erzählen. Ich werde es vermutlich nicht mehr heute beenden können, beziehungsweise morgen.
Von daher wird das Buch wohl erst im Lesemonat März erscheinen. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin im Sternerestaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn der Restaurantbesitzer, seine Heimat Goldbridge auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war. Als Nick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Food-Styling-Projekt initiiert, kann Darcy ihre Wut kaum im Zaum halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung bemerkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Darcy fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Und weil es so schön war, kommen wir zu meinem dritten Currently Reading, das da heißt die Illuminae-Akten. Also so sieht's aus, ohne Schutzumschlag. Und das hier ist der Umschlag. Der ist so ein bisschen transparent. Also wenn wir den hier drauf machen, ich mache jetzt noch mal kurz. Ich mache die halt immer zum Lesen ab, weil es dann angenehmer ist, das Buch in der Hand zu halten. Also so sieht das Buch eigentlich aus. Und hier sind überall diese Schlagzeilen vom Innenleben durchschimmernd. Ja. Ich mache die, wie gesagt, immer ab, weil ich so das Buch besser in der Hand halten kann. Versuche natürlich, keine Fettflecken drauf zu machen, weil ich ja da so ein bisschen pingelig bin. Und ich bin auch noch gar nicht so weit. Also ich lese das Buch zusammen mit der lieben Jackie und wir haben den ersten Abschnitt jetzt beendet. Heute geht es mit Abschnitt 2 weiter. Und hier ist ja das Spannende, dass das Buch quasi nicht aus Texten per se, also einer Geschichte, besteht, sondern halt wirklich aus E-Mails, Dokumenten, was gibt's noch? Hier sind einfach so Chatverläufe, das eine war ein Verhör, das andere war ein Lagebericht, also ist schon richtig, richtig cool gemacht. Ich konnte mir am Anfang auch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber es funktioniert. Und jetzt muss ich mal gucken, wo hier der Klappentext ist vermutlich hier. Alles andere, nein, das ist nicht. Das ist kein Klappentext. Gut vorbereitet. Gestern noch dachte Katie, das Schlimmste, was ihr bevorsteht, ist die Trennung von ihrem Freund Ezra. Heute dann wird ihr Planet angegriffen. Katie und Ezra verlieren sich bei der Flucht und gelangen auf unterschiedliche Raumschiffe. Doch die Fliehenden werden immer noch vom feindlichen Kampfschiff verfolgt. Und damit nicht genug. Ein, und dann ist das Wort geschwärzt, wie sehr viel Gefluche aus dem Buch auch geschwärzt wurde. Freigesetzt bei dem Angriff mit biochemischen Waffen, mutiert mit grauenhaften Folgen. Und dann ist da noch Aiden, die künstliche Intelligenz der Flotte, die von Raumtemperatur über Antrieb bis Nuklearwaffen alles an Bord steuert. Eigentlich soll Aiden sie beschützen, aber er verhält sich mehr als seltsam. All das und noch viel mehr wird von dem Führungsstab vertuscht. Katie versucht herauszufinden, was vor sich geht. Doch dazu braucht sie Ezras Hilfe. Und so wendet sich Katie an den Jungen, mit dem sie nie wieder ein Wort sprechen wollte. Die nächsten drei Bücher habe ich tatsächlich alle drei zusammen gewonnen. Alle drei zusammen. Und zwar von der Autorin selbst, von der lieben Carina. Das ist nämlich ihre komplette Kanada-Reihe, die ich ja, bei Instagram gewonnen habe. Zum einen mal When the Storm Comes, dann heißt das zweite When the Night Falls und der dritte When the Stars Collide. Ich lese euch jetzt einfach die Klappentexte nacheinander vor. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Büchern. Auf der Suche nach ihren Wurzeln bricht Marley nach ihrem Uni-Abschluss zu einem Roadtrip durch Kanada auf. Doch schon bald strandet sie dank einer Panne im verschlafenen Küstenort St. Andrews. Um ihr Reisebudget aufzustocken, hilft sie in der lokalen Tierarztpraxis aus und trifft dort den attraktiven, wortkargen Jack mit den seegrünen Augen und dem süßen Golden Retriever. Zunächst hält er wenig von der quirligen Großstädterin. Aber als die beiden während eines Sturms in einer entlegenen Hütte festsitzen, sprühen nicht nur die Gewitterfunken. Wäre da nicht Marlies Vergangenheit, die sie an diesen idyllischen Ort mehr denn je einzuholen droht, könnte sie fast für immer bleiben. Band 1. Will hat den perfekten Plan. Nach der Schule möchte er das Tourismusgeschäft seiner Familie im Südosten Kanadas übernehmen und seine Jugendliebe Liv heiraten. Doch alles kommt anders. Liv trennt sich von ihm, um alleine auf Weltreise zu gehen und in Europa zu studieren. 4 Jahre später hat Will sich gerade erst von seinem gebrochenen Herzen erholt, da taucht Liv wieder in St. Andrews auf, mit ihrem neuen Freund im Schlepptau. Trotzdem wird Will das Gefühl nicht los, dass sie noch etwas für ihn empfindet.
Sie sichert ihm sogar ihre Hilfe bei der Restaurierung eines alten Segelboots zu, auf dem beide so viele Stunden verbracht haben. Doch wie soll Will ihr je wieder vertrauen? Band 2. Und Band 3 lautet: Blake war auf dem Weg zum Profi-Footballer, bis er sich verletzte und alles verlor. Nun sitzt er in seinem Heimatort an der Ostküste Kanadas fest und hat sich selbst aufgegeben. Doch als die attraktive Touristin Rachel behauptet, St. Andrews sei ein langweiliges, verschlafenes Nest, wettet er, ihr das Gegenteil zu beweisen. Auf actiongeladenen Ausflügen lässt er ihren Puls höher schlagen, genau wie ihr Herz. Dabei wird Blake klar, dass es doch noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie soll er die taffe Jurastudentin aus New York davon überzeugen, dass er mehr ist als nur ein Abenteuer? Auf das nächste Buch habe ich tatsächlich schon länger hingefiebert. Dann habe ich vergessen, dass es überhaupt rauskommt. Und dann kurz vor Release habe ich dann wieder dran gedacht, dass ich es ja doch lesen wollte. Ein ganz verrücktes Buch und ich freue mich, es euch zeigen zu dürfen. Let's Be Wild von der lieben Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Ein Partnerprojekt. Sowas finde ich ja immer recht spannend, weil ich jetzt am Überlegen bin, haben sie es allgemein zusammengeschrieben oder hat jeder einen Teil der Reihe geschrieben? Wie bei den Midnight Chronicles, da wurden ja 3 Bände von Laura Kneidel und 3 von Bianca Iosivone geschrieben. Und man merkt halt schon, jeder hat seinen eigenen Schreibstil und trotzdem hat es irgendwie gepasst. Hier weiß ich gar nicht genau, ob das zusammengeschrieben wurde oder ob wirklich auch jeder einen Teil geschrieben hat. Wenn ihr das wisst, dürft ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich könnte es zwar googeln, aber bin mir nicht sicher, ob das irgendwo vermerkt wurde. Ich feiere den Buchschnitt übrigens, dass einfach nur ein blauer Buchschnitt passend zum Buchcover gewählt wurde, ohne viel Shishi. Und ja, ich mag auch das Thema Influencer, das hier aufgegriffen wird. Aber dazu lese ich euch den Klappentext vor und was es mit den Influencern zu tun hat, das erfahrt ihr im Lesemonat. Ich habe es nämlich schon gelesen. New York, die glitzernde Welt einer Influencer-Agentur und 4 Menschen auf der Suche nach dem großen Glück und sich selbst. Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shay ein Traum in Erfüllung. Nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann darüber hinaus einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shays bester Freund Tyler feststellen, der gemeinsam mit ihr einen Neustart wagt. Shays Kollegin Ariana und die Fotografin Evie versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen, müssen dabei so manchen Rückschlag hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den Vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren. Und last but not least durfte hier ein Buch einziehen, bei dessen Kauf ich eigentlich innerlich schon wieder mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich ja die vorige Reihe noch nicht mal beendet habe. Ihr habt es vielleicht bei Instagram schon gesehen in meiner Story. Ich habe mir Elfenerbe von Holly Black gekauft mit diesem wunderschönen Erstauflagenbuchschnitt. Ich habe ja die Elfenkrone-Reihe hier stehen, also Elfenkrone, Elfenkönig, Elfenthron. Habe aber erst den ersten Band gelesen. Dann gab es ja noch einen Band zu Wie der König von Elfenheim, bliblablub, bla bla bla. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich blende es euch gerne unten ein, wenn ich das Video schneide und Dr. Google befragt habe. Ja, jetzt gibt es ein weiteres Spin-off, zwar zum Bruder der Königin, also Bruder von Jude. Und den mag ich auch sehr. Also den hat man natürlich im ersten Band auch schon kennengelernt und deshalb bin ich auch gespannt auf die Geschichte. Ich weiß, dass Holly Black sehr düster schreibt, von daher es ist für mich jetzt nichts Unbekanntes, auf was ich mich hier einlasse. Auch wenn ich Band 2 und 3 noch nicht gelesen habe, weiß ich, um was es in der Geschichte geht und was auf mich zukommt ungefähr. Von daher bin ich sehr glücklich, dass ich es noch ergattert habe. Da hat mich nämlich die liebe Ivy bei WhatsApp dran erinnert oder mir erzählt, dass es bei uns hier in der Buchhandlung noch ein Exemplar gibt. Sie hat sich auch eins gekauft. Und da ich eh gerade in der Stadt war, lustigerweise, als die Nachricht kam, bin ich doch gerade mal vorbei. Das Buch sollte nämlich erst im März erscheinen und irgendwie hat es unser Buchhändler schon seit ein paar Tagen da liegen gehabt. So, da ist wieder das große Thema der Sperrfristen. Aber dazu sollte ich vielleicht mal ein gesondertes Video machen. Da gibt es nämlich einiges zu sagen. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um das Buch. Jetzt lese ich euch den Klappentext vor und dann sind wir auch schon mit meinen Neuerscheinungen durch.
Oak Greenbriar, der 17-jährige Bruder von Shoot, Königin von Elfenheim, ist Thronfolger wider Willen. Schon als Kind stand er im Mittelpunkt eines brutalen Machtkampfs um den Thron und kennt die Höhen und Tiefen seiner Stellung. Als er gemeinsam mit Soren, der wilden und unberechenbaren Königin des Hofes der Zähne, auf eine Reise geht, verbergen beide zunächst ihre wahren Motive voreinander. Denn ihr Bündnis ist fragil und dem anderen zu vertrauen könnte ein ganzes Reich aufs Spiel setzen. Ich habe euch übrigens angelogen. Im Februar ist noch ein weiteres Buch bei mir angekommen. Und zwar die Andorra-Chroniken. Im Schatten des Panthers ist der erste Band der Andoria-Reihe, ich glaube so heißt sie, von der lieben Franzi. Es ist schon ihre zweite Reihe, die erscheint. Die erste war ja die Acadia-Reihe. Die habe ich euch ja auch bereits vorgestellt. Jetzt durfte ich auch neben ihrem New Adult-Projekt ihr erstes Fantasy-Projekt lesen. Und ich würde euch jetzt einfach den Klappentext vorlesen zu diesem wunderschönen Cover. Shadows Antwort war ein leises Knurren. Sie suchen dich. Der große Reinheitskrieg, die düstere Vergangenheit des Landes Andoria, war erst der Anfang einer gnadenlosen Jagd. Eine Jagd auf alles Magische. Magisches wie Malenia, es in sich trägt und mit Hilfe ihrer treuen Freundin, der Pantherdame Shadow, zu verbergen versucht. Als sie eines Tages aus ihrem Dorf in die Hauptstadt eskortiert wird, legt sich der Schatten der Angst auch über ihr Herz, denn sie kennt die Gesetze des Königs ebenso wie alle Untertanen. Die Strafe für Magie ist der Tod. So, das war's jetzt aber wirklich mit meinen Neuzugängen. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins davon auch bereits gekauft habt oder noch vorhabt zu kaufen oder ob ihr eins davon absolut für euch ausschließen würdet und warum. Ansonsten würde ich mich jetzt von euch verabschieden, wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!